Hallo, willkommen zurück zum Kanal nach einer längeren Pause. Heute geht es um die HF-Tetrode, die RENS 1204. Besagte Röhre wurde ungefähr 1927 entwickelt und ich besitze mehrere Exemplare. Davon ein Original, also die erste Serie. Eine neuere Serie und ein Nachbau von TKE Frankreich, welcher noch separat geprüft wird, um es wirklich eine RENS 1204 ist. Kommen wir zuerst mal zu den Bildern. Wie gesagt, die Röhre hat die typischen Telefunkenkrankheiten, dass wenn die Beschichtung abplättert, plättert sie sehr unsauber ab und die Röhre ist mehr oder weniger taub, also hat eine stark belegte Oberfläche, leider. Das hier ist ein anderes Exemplar, wo die Beschichtung noch teilweise enthalten ist, inklusive dem Typenstempel. Man sieht das obligatorische deutsche Reichspatent und RENS 1204. Die andere Seite wurde als defekt gestempelt. Das ist eine optisch schöne Variante und die werden wir gleich prüfen auf dem Neuberger. Typisch ist für die damalige Zeit die schwarzen Anodenkappen aus Bakelit. Die Montage innerhalb der Röhre mit Verwirkung der Drähte. Die Glasstruktur zur Stabilisierung des Systems. Die zylinderförmige Anode. Und der Quetschfuß. Mit Pumpstutzen. Das ist die Röhre von der Seite. Diese Variante ist leider sehr stark gegettert. Hier ist noch mal im Detail der Quetschfuß von der Seite zu sehen. Hier ist der Ansatz des Pumpstutzens. Der Pumpstutzen endet im Sockel. Das ist die Rückseite, die ist fast unsichtbar durch das Getter. Interessanterweise auf dem Bakelit des Sockels ist ein F eingestanzt. Ich kann leider nicht sagen, was dieses F bedeutet. Hier sieht man nochmal etwas besser den Pumpstutzen. Das ist die andere Seite. Das ist jetzt eine Großaufnahme des Pumpstutzens bzw. des Quetschfußes, um genau zu sein. Na, es darf gesucht werden. Das hier ist die Isolation der Drähte zur Durchführung. Hier ist die Einschmelzung im Quetschfuß. Und hier gehen dann die Verbindungen zum System.
hier noch von der anderen Seite. Das hier ist der Anodenzylinder. Hier sieht man einen Teil der Steuergitter. Hier ist das Kathodenröhrchen. Die RENS 1204 ist indirekt geheizt. Das äußere Gitter ist das zweite Steuergitter, also das Schutzgitter in diesem Fall. Das kleinere Gitter ist das erste Gitter, also das Steuergitter. Hier sieht man nochmal das Kathodenröhrchen. Das ist noch eine Detailaufnahme vom Quetschfuß und Pumpstutzen. Hier sieht man nochmal schön die Durchführung der Drähte. Das hier ist der Anodenzylinder. Das ist noch der Rest der Beschichtung des Kolbens. Interessanterweise ist bei dieser Röhre der Kolben die Beschichtung sehr sauber abgeblättert. Das ist die Schraubmutter. Das ist jetzt ein Versuch, das System selbst zu fotografieren, was ein bisschen schwierig war, weil wie gesagt das Getter direkt gegenüber war. Also die habe ich hier praktisch von der Seite einfotografieren müssen. Hier ist das Kathodenröhrchen. Und zu sehen ist hier noch das, schon das erste Gitter. Hier außen ist das zweite Gitter. Das sind hier die Endungen. Es gibt aber noch eine bessere Aufnahme vom System selbst. Das hier ist nochmal der Anodenzylinder. Das ist die linke Seite der Röhre des Systems. Dies war sehr stark gegettert. Also hier gibt es nur eine sehr unscharfe Aufnahme. Man sieht aber schon das zweite Gitter, das erste Gitter und das Kathodenröhrchen. Das hier ist nochmal eine Detailaufnahme von der Halterung des Systems. Hier ist der Quetschfuß. Hier ist die untere Hälfte des Anodenzylinders. Hier ist die obere. Das hier ist die Verwirkung des Drahtes zum Anodenanschluss auf dem Kolben. Die weiße Paste ist übrigens ein Magnesiumgitter. Das ist das Ganze noch ein bisschen etwas schief fotografiert, um die Reflexion ein bisschen zu verringern. Jetzt sieht man auch nochmal das System. Hier ist wie gesagt das Kathodenröhrchen. Hier das zweite und das erste Steuergitter.
Das ist, glaube ich, das die beste Aufnahme vom System. Hier sind die zwei Heizfäden. Hier ist der Keramikhalter. Und hier ist die eigentliche Kathodenschicht, die Beschichtung, die die Elektroden emittiert. Das hier ist das erste Steuergitter. Und das hier ist das zweite Steuergitter. Das Ganze ist hier der Sockel. Das ist eine andere Variante, wo auch leider die Beschichtung abgeblättert ist und die Röhre in einem sehr, ich sage es mal, als trübe Tasse zurücklässt. Aber dafür ist hier das System etwas besser zu erkennen. Die Bilder sind noch nicht 4K-fähig. Die habe ich 2019 gemacht. Die Röhre ist noch vergraben. Also müsste bergmännisch geborgen werden. Und die wird als einer der nächsten Röhren auch dann neu fotografiert. Weil in dem Bereich meines Lagers bin ich gerade am Nachfotografieren. Das ist auch die Röhre, die jetzt interessant wird. Das ist eine Variante der RIN1204 von TKD Frankreich. Die Röhre ist verpackt in einem Kupfergehäuse. Die Typenbezeichnung ist nur handschriftlich, insofern ist da auch ein kleines Fragezeichen hinten dran. Und ich habe versucht, ein Röntgenbild zu machen. Das ist etwas schief gegangen, weil die Metallummantelung relativ dick ist anscheinend und das Glas auch Bleiglas ist. Also insofern ist es unscharf geworden. Aber man sieht, dass die Röhre vom Aufbau von der klassischen Telefunken-Variante abweicht. Ob sie noch funktioniert, ist unbekannt. Das werden wir dann wieder gleich testen. Und das ist, wie gesagt, auch eine ältere Variante. Auch noch nicht in 4K fotografiert. Aber hierfür sehe ich jetzt hier einen sehr schönen Aufbau des Systems, weil keine Metallisierung erfolgt ist. Im klassischen Stil mit Glasperlen, um das System zu stabilisieren. Das hier ist der Anodenzylinder. Hier ist das System, die Steuergitter. Das hier ist das erste. Das ist das zweite Gitter. Hier sind die zwei Zugänge zum Heizer. Das ist der Quetschfuß. Das ist das Ganze von der Seite. Das kommt schon ein bisschen, ja. Ähnlich unscharf, weil wie gesagt, das ist 2019 gemacht worden mit einer älteren Kamera. Und das ist auch ein Kandidat zum Neufotografieren. Ich habe das Konzept, dass alle Röhren, die ich auf YouTube vorstelle, in 4K-Qualität neu fotografiert werden. So, das war die RINS in den Bildern. Weshalb ich die TKD-Variante nicht aufgeschraubt habe, hat diesen Grund. Hier habe ich ein Beispiel für eine Fotozelle. Das Problem ist, diese Röhren wurden meistens mit einem Kunststoff gefedernd eingelagert, um halt Vibrationen zu vermeiden. Das Problem ist aber, nach 80 Jahren ist das kein Kunststoff mehr, sondern es ist doch eine harte, brüchige Masse, die sofort zerbröselt. Und das macht keinen Sinn, das aufzumachen, um zu gucken, wie die Röhre aussieht. Man lässt es am besten so, wie es ist, weil man kriegt die Masse nicht mehr zusammen. Deshalb habe ich darauf verzichtet, die Röhre aufzumachen. An Datenblättern habe ich das hier.
Die Prüfdaten wären in diesem Falle für die Anode 200 Volt und das Schutzgitter bekommt 60 Volt. Da fließen bei ungefähr 2 Volt, hier ist die 2 Volt Linie, ungefähr 4 Milliampere. Das deckt sich auch mit der Prüfkarte von Neuberger. Ansonsten habe ich noch ein anderes Datenblatt von Telefunken, das allerdings mit einer Schirmgitterspannung von 40 Volt arbeitet. Aber ich halte mich jetzt in diesem Fall an die Prüfkarte von Neuberger. Wie gesagt, 200 Volt Anode, minus 2 Volt das Steuergitter und minus 60 plus 60 Volt das Schirmgitter. Und das sollte einen Anodenstrom von ca. 4 mA geben. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze so stimmt. So, es ist 22:48 Uhr am 15. Mai 2024 und es geht los mit dem Prüfen der RENS 1204 sowie einmal eine Telefunkenvariante und einmal der Nachbau von TKD. Wie schon im Video vorhin gesagt, ich nehme die Einstellungen vom Neuberger Datenblatt, also 200 Volt Anodenspannung, 60 Volt Schutzgitter oder Schirmgitter und eine Steuergitterspannung von 2 Volt, die ungefähr 4 Milliampere Anodenstrom bringt. Die Einstellung vom Neuberger ist wie immer. Wir haben Messmodus V wie Verstärkerröhre, XX. Messgerät ist auf 300 mA, beziehungsweise ist das Digital Amperemeter. Die Beschaltung ist klassisch für einen fünfpoligen Europasockel. Ich habe auf Pin 1 und auf Pin 3 die Heizung. Pin Nummer 5 ist die Kathode. Pin Nummer 2 ist das zweite Steuergitter. Das wird positiv beschaltet, nämlich mit plus 60 Volt. Und das Steuergitter 1 ist auf Stift Nummer 4. Und das bekommt minus 2 Volt, natürlich negativ. Und die Anode wird am Kolben abgegriffen. Wir fangen mal an mit der Telefunkenvariante. Anode. Und damit wäre alles konnektiert. Stellen wir mal die Spannungen ein. So, die Heizung scheint Durchgang zu haben. Wir brauchen wie gesagt 4 Volt Heizspannung. Die 4 Volt stelle ich jetzt mal grob ein.
da 1 Ampere halt Strom fließen wird, wird die Spannung gleich einbrechen und muss eh nachgestellt werden. Wir haben gesagt, wir nehmen minus 2 Volt im ersten Steuergitter. Ich gehe hier in den 5 Volt Bereich und stelle jetzt auf minus 2 Volt ein. Wie gesagt, das zweite Steuergitter bekommt plus 60 Volt. Das heißt, da gehe ich jetzt hier in den 100 Volt Bereich. Das ist zu weit. Ich bin im 250 Volt Modus Bereich. Das ist die obere Skala. Ich stelle jetzt hier auf 60 Volt. Komme nicht ganz runter, gehe jetzt eine Stufe tiefer, bin jetzt im 50 Volt Modus Skala, komme aber jetzt nicht hoch. Ich komme jetzt nicht auf die 60 Volt. Dann gehen wir doch nochmal zurück auf die Telefondaten. Die muss ich aber jetzt neu ausdrucken. Klassiker. Dann machen wir kurz Pause, dass ich die Daten ausdrucken kann. So, ruckzuck wieder zurück. Das ist jetzt das andere Datenblatt von Telefunken. Wie gesagt, wir nehmen eine Anodenspannung von 200 Volt. Bei einer Schirmgitterspannung von 40 Volt sollten ungefähr 2,6 mA Anodenstrom fließen. Gucken wir mal hier die 40 Volt. Und Anode haben wir gesagt 200 Volt. So, damit sind alle Werte eingestellt. Da würde ich sagen, auf los geht's los. So, die Heizung ist jetzt eingeschaltet. Das heißt, ich regle jetzt als erstes nochmal die Heizspannung nach. Jawohl. Schauen wir mal auf Kurzschluss. Wie Sie sehen, sehen wir nichts. Fließt kein Strom.
Röhre ist soweit zu erkennen. Doch, sie glüht. Schauen wir mal, ob alles stimmt. Heizung ist 1,3. Das zweite Steuergitter ist auf Pin 2 auf der ersten positiven Spannung. Das erste Steuergitter ist auf Pin Nummer 4. Ist auf der negativen Steuerspannung. Passiert aber trotzdem nichts. Da würde ich sagen, dann wechseln wir mal zur anderen Röhre. Heizung hat Durchgang. Die ist jetzt wesentlich stärker eingebrochen. Es kann natürlich sein, dass die andere Röhre schon ausgelutscht war. Zwei 40 Volt. Werden die gleich nochmal nachgestellt. So, dann gehen wir noch weiter. Prüfen auf Kurzschlüsse. Und siehe da, wir haben Emission. 2,3 mA, das haut ungefähr hin, ist ein kleines bisschen weniger. Ich hätte jetzt 2,6 gesagt. Tun wir mal die Spannung nachregeln. Heizung ist konstant auf 4 geblieben. Gitter ist minus 2, also das erste Steuergitter. Das zweite ist ein bisschen eingebrochen. 40 nachgeregelt. Und die Anode auf 200.
Wir haben 2,4 Milliampere. Das liegt meiner Meinung nach im akzeptablen Bereich. Und damit ist auch die TKD-Variante getestet und die Telefunken-Variante scheint wohl ausgelutscht zu sein. Also die Kathodenbeschichtung ist taub. Gut, alle Bilder sind wie gesagt auf der Webseite, sind verlinkt in der Videobeschreibung. Und Moment, vielleicht. Ich habe, glaube ich, noch griffbereit eine zweite Variante der. Sollte theoretisch praktisch, aber nicht. Gut. In dem Sinn, sollte doch auch 14a sein. Gut, dann würde ich sagen, in dem Sinne danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Es ist jetzt 13 Uhr und 9 Minuten, 23 Uhr und 9 Minuten. Bis zum nächsten Mal.